Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part hier von The Talos Principle. Die zweite Folge heute schon, die ich mit Versprechern anfange aufzunehmen. Sehr gut. Ich habe einen Kommentar bekommen bezüglich C1, dass ich da nochmal vorbeischauen soll. Habe ich mir in meine Notizen gepackt und nehme ich mir auf alle Fälle vor. Jetzt aber geht es erstmal hier weiter, würde ich behaupten. Und zwar der PC piepst hier schon so. Mal gucken, was der heute von uns will. Er gibt uns nur 3 neue Dateien vor. Dann lesen wir uns die doch einfach mal durch. Absender Lubomir Chuatjev sagt mir jetzt nichts. Die LAN-Party am Ende des Universums. Yo, ich weiß nicht, ob ihr Jungs es gemerkt habt, aber das ist das Ende der Welt. Da es nichts gibt, was wir dagegen tun können, sollten wir nicht ein bisschen Spaß haben, bevor wir abkratzen, anstatt nur rumzusitzen und zu weinen? Ja, ihr wisst genau, wovon ich rede. Videospiele. Es ist LAN-Party-Zeit. In 2 Tagen werden wir uns alle in der alten Schulbibliothek treffen. Es wird Fressalien, Getränke, Musik und Oldschool-Gaming geben. Und ihr seid eingeladen. Bringt eure Freunde mit. Vor allem, wenn sie scharf sind. Wir sehen uns 3000 vor Christus. Wir sehen uns 3000 vor Christus? Interessant. Die Aussage ist sehr interessant. Fortschritts. Raptor 32. Nadja Sarabhai. Ian Verteiler. Wir sind nun an diesem nervigen Punkt angelangt, an dem alle wichtigen Elemente funktionieren. Wir uns aber noch um Millionen von Kleinigkeiten kümmern müssen. Die Hauptmodule funktionieren alle so, wie sie es sollten und kommunizieren gut miteinander. Der Prozess läuft mehr oder weniger wie geplant ab. Vielleicht funktioniert alles tatsächlich. Aber es ist alles immer noch verdammt rudimentär. Manche Probleme sind nur oberflächlich. Notiz an mich, ich sollte nochmal rudimentär googeln. Ein Wort, das ich bis heute nicht 100% weiß, was es bedeutet. Manche Probleme sind nur oberflächlich, wie die zufälligen Benutzernamen. Einige machen mir ein bisschen mehr Sorgen. Verschiedene Bugs, die Tatsache, dass wir keine umfangreicheren Tests durchgeführt haben. Wir müssen noch eine Menge Kanten abschleifen. Jetzt, wo das Team auf die Hälfte seiner ursprünglichen Größe dezimiert wurde, bin ich mir nicht mehr sicher, ob wir noch alles schaffen können. Was ich also morgen wirklich dringend diskutieren möchte, ist eine neue Prioritätenliste. Macht euch bitte ein paar Gedanken darüber, was eurer Meinung nach unbedingt fertiggestellt werden muss. Gezeichnet Nadja. PS, Alexandra, schlaf doch mal. Ich weiß, dass du immer noch am Schaffen bist. Das ist dein Baby. Wir werden dich morgen brauchen. Okay. Philosophie der Zähne. Letzte Nacht habe ich eine einfache, aber geniale Idee. Entschuldigung, hatte ich eine einfache, aber geniale Idee. Jeder, der über Philosophie oder Spiritualität schreiben möchte, besonders um irgendeine großartige Aussage über die Natur des Körpers oder der Seele zu machen, sollte zuerst eine richtig schlimme Zahninfektion durchmachen. Ich meine nicht nur leichte Zahnschmerzen, ich meine die Art von Hammerinfektion, die von mehreren inkompetenten Zahnärzten falsch diagnostiziert wurde, die wächst und wächst, bis sich die Karies in einem deiner Backenzähne zu Nerv durchgefressen hat und alles wirklich hoffnungslos entzündet ist. Der Schmerz ist unvorstellbar. Er kommt in Wellen und diese Wellen übertönen alles andere. Du kannst nicht reden, dich nicht bewegen, nichts denken, es gibt nur Schmerzen und nichts anderes mehr. Es ist, als ob der Schmerz dein Gehirn komplett übernimmt. Und dann? Du gehst zum Zahnarzt, vorausgesetzt du hast einen guten Zahnarzt, und er spritzt dir Chemikalien ins Blut, die dich taub machen. Dann bohrt er ein Loch in dich, schneidet den Nerv, schnipp, schnipp, und es ist vorbei. Einfach nur so. Es ist nichts anders, als ein Auto oder eine Uhr zu reparieren. Deine gesamte Existenz wurde von diesem einzigen winzigen Nerv, der elektrochemische Signale an dein Gehirn aussendete, lahmgelegt. Und dieser unvorstellbare Schmerz, der fast dein Bewusstsein ausgelöscht zu haben scheint, kann einfach so gestoppt werden. Mit einem kleinen Schnitt. Wir sollten es das Thanos-Prinzip nennen. Aber das wäre unglaublich dumm. Okay, alles klar. Ja, das mit der Party feiern finde ich ziemlich interessant. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, wenn man weiß, dass die Welt untergeht, wird das Lamentieren und Weinen darüber nun wirklich überhaupt nichts bringen. Die Zeit kriecht nur so dahin. Okay. Es wird halt nichts bringen. Es bringt nichts zu lamentieren. Du kannst es nicht ändern. Wenn die Welt untergeht, dann geht sie unter. Wenn du weißt, dass sie untergeht. Es wird immer die Leute geben, die versuchen, es zu verhindern. Und die schauen, ob es nicht doch einen Weg gibt, es zu verhindern. Aber wenn sie untergeht, geht sie unter. Dann ist es einfach so.
will erstmal hier kurz mal einmal gucken. Okay, hier muss der Strahl rein. Also wir brauchen zwei. Wir brauchen hier einen. Und wir brauchen hier einen. Wir brauchen aber theoretisch auch hier einen. Nee, brauchen wir... Da war ein Sichtfenster, ne? Okay. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich mit zwei das lösen kann. Hier. Könnte man den lang führen. Nee, warte. Man könnte da reingehen und den Dingens hier hinstellen. Ja. So weit, so gut. Und könnte sie so verbinden. Okay. Also muss die Illusion den einen hier hinstellen zum Beispiel. Und ich nehme den dann mit und trage ihn dahin. Oder die Illu nimmt ihn hier ab und trägt ihn darüber. Nee, die Illu muss ihn hier hinstellen. Ich muss ihn darüber tragen. Sonst kann ich ihn nicht verknüpfen. Die Illu muss ihn hier verknüpfen. Okay. Dann habe ich noch zwei Knöpfe. Na, die Illu muss sich einfach nur da draufstellen. Oder die Illu könnte aber auch einfach den da mitnehmen. Ja, da vorne muss auch. Warte mal. Mal versuchen. Eigentlich muss ich gar nicht viel machen. Außer das da hinstellen. Mich dann da draufstellen. Mehr muss ich eigentlich gar nicht machen. Und jetzt einfach erst ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Einfach Reaktionszeit, die ich brauche, um alles richtig arrangieren zu können. Das war's doch dann eigentlich schon. Oder? Weil ich nehme jetzt den da und leg den da hin. Nehme jetzt den da, nehme ihn mit. Jetzt warte ich, bis der da jetzt angelatscht kommt. Dauert ein bisschen. War's doch schon. Ja, easy. Das war halt jetzt in der Tat ziemlich leicht. Okay. Gut. Zwei haben wir in der Welt noch. Hier haben wir schon. Was steht hier denn? Ich versuche mir ständig vorzustellen, dass all dies für einen bestimmten Zweck entworfen wurde. Nicht allein die Prüfungen, sondern auch Elohim. Bla 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 bla. Das haben wir doch schon. Ganz nah und gestört. Okay. Zwei Würfel. Ist das ein Explosionsding? Ja, ist das. Dann wäre das auch geklärt. Es ist ein Explosionsding. Komme ich nicht drüber? Mal testweise. Okay. Geht auch nicht. Ja. Das geht halt so schnell. Ja, so schnell kann ich das gar nicht wegnehmen.
Okay. Ganz nah und gestört. Ja, das Ding ist tatsächlich sehr nah, aber wie soll ich das denn da dann hinbekommen? Fakt ist, ich habe zwei Würfel. Fakt ist, ich brauche wahrscheinlich den Jammer. Fakt ist aber auch, ich komme an den Jammer nicht ran. Ich kann den Jammer nehmen, wenn ich hier stehe. Na? Aber ich kann ihn hier nicht nehmen. Nee, nicht da drauf abstellen. Davor abstellen. Bom. Wie soll ich das denn machen? Das ist so... Hä? Okay, ich bin echt überfragt. Es ist ja schön, dass ich das da oben drauf abstellen kann, aber es bringt mir halt nichts. Bom. Ah, wie krieg ich das davon nicht weg? Das ist jetzt echt... ich mache erstmal das andere Rätsel. Ich habe gerade keinen blassen Schimmer, wie ich das losbekommen soll. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Okay. Okay. Ähnliches hatten wir gerade schon mal. Ein Ventilator. Da ist das Rote drin und sonst nichts. Warte mal. Wenn sich dir ein Siegel entzieht, mach einfach weiter. Erfolg und Misserfolg sind irrelevant. Ich habe es gelöst. Ich dachte, es wäre unmöglich zu lösen, also bin ich weggegangen und habe was anderes gemacht. Und dann ist mir die Lösung plötzlich eingefallen. Ich muss darüber nachgedacht haben, ohne mir dessen bewusst zu sein. Ja, gerade lustigerweise mache ich das gerade hier. Das ist eine Leiter, okay. Falls man sich mal aus Versehen aussperren würde, wahrscheinlich. Ein Jammer. Ein Konvektor. Entschuldigung. Konnektor. Konnektor. Der damit schon verbunden ist. Warum ist der damit schon verbunden? Geil. Weiter geht nicht. Der muss in die Luft. Ach so. Warte. Ich weiß schon, warum der da schon verbunden ist. Damit man den, wenn man ihn aufhebt, damit man checkt, dass der... Ja. Und das muss dann darauf. Ja. Soweit verstanden. Okay, lass es mal versuchen. Jetzt kommt erst ein Denkfehler. Der Würfel muss hier rauf. Ja, erstmal machen.
draufstellen. Da draufstellen. Und jetzt einfach ein bisschen warten. Das müsste eigentlich schon das Rätsels Lösung sein. Theoretisch. Ich denke, dass der Ventilator angeht, sobald das Ding da oben steht. Oh. Oh. Verstehe. Verstehe. Sobald ich das da ja wegnehme, ist der Ventilator ja aus. Aber der ist jetzt doppelt vorhanden. Haha, stimmt ja. Jetzt habe ich vergessen, mich auf diese Plattform zu stellen. Was ja eigentlich wurscht ist. Warte mal. Warum wird der davon nicht ausgelöst? Ach, weil er in der Welt, weil es in der Welt nicht funktioniert. Verstehe schon, verstehe schon. Okay. Damit er doppelt existiert. Der Würfel. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, er existiert doppelt. Ah, ich müsste mir Zeit lassen, weil ich den Würfel jetzt nicht draufpacken kann. Okay. Okay. Ja, das dauert ein Weilchen, bis man das lösen kann. Also. Wir packen das da. Dass das damit connected ist, schon richtig. Damit der Ventilator überhaupt angehen kann. Sollte mir mehr Zeit lassen. Immens mehr Zeit. Das muss jetzt dann damit connecten. Es dürfte noch genügend Zeit gehabt haben. Den nur nochmal vorsichtshalber einmal abstellen. Aber normalerweise passt das. Normalerweise ist der schon doppelt vorhanden. So, das hier. Dann da, damit ich da durchgehen kann. So. Nehme ich diesen Würfel. Stelle ihn da ab. Nehme das da. Dürfte ja gleich wieder runterkommen. Genau. So. Jetzt sollte alles funktioniert haben. Mach's mal schneller. Warum? Was stört denn jetzt da? Der muss, glaube ich, dann wieder weg. So. Jetzt warten wir ein Weilchen. Ich warte jetzt so lange, dass ich den Würfel dahin packen kann und dann das Teil auch dahin packen. Das sollte jetzt reichen. Verknüpfen wir das jetzt, damit das nach oben fliegt. Das wird aber nicht funktionieren. Schalten wir es einfach mal aus, stellen das mal da drauf und gucken mal. Funktioniert aber nicht.
Was unterbricht denn da immer? Ich verstehe gerade nicht, was da immer unterbricht. Ich stelle mich da jetzt mal mit den Viech mal kurz da drauf. Nee, das bringt mir nichts, mich da drauf zu stellen. Was unterbricht denn da immer? Begreif's nicht ganz. Muss doch normalerweise nur erst einmal in die Lüfte. Ah, das ist nicht hoch genug. Das da geht nicht. Ja, das ist ja jetzt doof. Das heißt, ich müsste... Ich kann es ja hier verbinden, oder? Theoretisch. Kurz mal warten. Draufstellen. Ich brauche echt noch ein Weilchen. Die Rätsel diesmal haben es echt in sich. Es ist ja nicht da oben gelandet. Verdammt. Der muss halt ganz hoch. Das Problem ist, dass die Verbindung abreißt. Das ist das Riesenproblem. Diese Verbindung reißt halt ab. Sobald der Würfel da nach oben fetzt, reißt diese Verbindung ab. Heißt, dann müsste die Verbindung so herstellen, dass das nicht passiert. Aber das passiert halt trotzdem. Das lässt sich nicht wirklich verhindern. Oh doch, diesmal hat's funktioniert. Na toll. Jetzt hat's funktioniert. Super. Kann man das Rätsel ja jetzt noch schnell lösen, ne? Jetzt muss ich nochmal den ganzen Weg laufen. Hat ein bisschen gedauert, bis ich's lösen konnte. Das da. Und das da. Und das da. Muss verknüpft sein. Ich habe es jetzt schon mal verknüpft. Das braucht man zwar eigentlich nicht, aber ja. Das muss da drauf. So. Schalten wir hier ein. Ich nehme das Teil auf. Warte ein Weilchen, damit ich das da hintragen kann. Und warte nochmal ein Weilchen, damit ich das da dann da hintragen kann. Dann stelle ich mich hier hoch. Dann kann ich hier einfach durchgehen. Okay. Das da. Da drauf. Das da. Da drauf. Jetzt einfach ein bisschen schneller vorspulen. Das hat sich doch gut angehört. Nice. Na also, geht doch. Es scheint, als ob die anderen einen Weg gefunden haben, ihre vorherigen Inkarnationen zu vergessen, aber ich kann das nicht. Meine Version mag sich ändern, aber ich erinnere mich an alles. Ich bin gesegnet. Sie können nicht sehen, dass ihre Bemühungen zwecklos sind.
Oh, das ist gemein. Ja, aber bleibt halt immer noch die Frage, wie wir dieses andere Rätsel lösen sollen mit dieser dämlichen Kugel. Ja, vielleicht habt ihr ja eine Idee. Wenn ja, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich verabschiede mich auf alle Fälle an dieser Stelle, sag Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.